versucht euch mal zurückzuversetzen ins Jahr 79 nach. Das ist eure einzige Abendunterhaltung oder Tagsunterhaltung. Das ist wie Fernsehen, Kino, alles in einem. Die Gladiatoren sind hier, um euch zu unterhalten. Und glaubt mir, ich habe lange genug in der Arena gestanden und es gibt nichts Schlimmeres für einen Gladiator, wenn er nichts hört. Bitte nicht stumm. Ja? Weil wenn einer schon gehen muss, dann wirklich mit einem Applaus. Gladiatoren, begrüßt euer Publikum mit einem Freitag. Amor! 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 Gut, Gladiatoren, bis auf die erste Paarung, Ausmarsch. Die erste Paarung wird gekämpft als sogenannte Provocatores. Die Provokatoren sind gleich bewaffnet, haben beide gleich große Schilde, kurze Schwert, kurze Beinschiene und eine Brustplatte gegen Stiche und, Stöße, Schnitte. Bemerkenswert ist natürlich dann auch der tief runtergezogene Nackenschirm, um Stiche von oben in den Rücken vielleicht zu entgehen, aber wir werden es gleich sehen. Zu meiner Rechten habe ich einen Veteran. Afrikanus. Zu meiner Linken einen Gladiatoren-Schüler, erkennbar an der Holzwaffe. Er hat sich das Recht mit der Metallwaffe noch nicht verdient. Viele werden sagen, das ist vielleicht gemein, ihm einen so großen und starken Gegner gegenüberzustellen, aber unsere Devise lautet: Lernen durch Schmerz. Aber ich denke, auch der Gladiatorenschüler von euch, ein bisschen angefeuert, wird hier seinen Mann stehen. Gladiatoris, Reparate. Gladiatoris, Pugnate. Kommen und den Sand oder das Sägespänen ein bisschen auf Seite räumen oder Neues draufschütten. Wir sagen, wir lassen ihn noch einen Durchgang kämpfen und dann machen wir Platz für die nächste Paarung. Gladiatoris, Pugnate.
Dieser junge Gladiator ist jetzt ein halbes Jahr dabei. Ich denke, nächstes Jahr wird die Geschichte vielleicht schon ganz anders aussehen. Auch hier noch mal kurz zu sagen zur Bewaffnung. Zu meiner linken Seite den sogenannten Traker, erkennbar zwei hohe Beinschienen, ganz spezielle Waffe, die Sika, kurzen Schild und immer erkennbar an dem Helm mit dem Greifenkopf, ein sehr unangenehmer Gegner. Zu meiner rechten ein Momillo, ein Gruschelkämpfer, kurze Beinschiene, kurzen Gladius. Das heißt, er übernimmt den defensiven Part, oder auch nicht. Wollt ihr noch was sehen? Ja! Gladiatoris, Reparate et Pugnate. Eindeutiger Sieger aus dieser Paarung. So, jetzt geht es weiter mit den Veteranen der Gladiatorenschule. Als erstes eine auch sehr interessante Paarung, die Essedarii. Größe der Arena haben wir gedacht, naja, das sieht ein bisschen doof aus. Und dann haben wir die Streitwagen hinterm Zelt geparkt. Und deswegen kämpfen sie jetzt abgesessen. Bewaffnet, auch gleich. Schild, Schwert, keine Beinschienen. Wurfspeere. Aber da die Bande hier nicht so besonders hoch ist und wir wollen euch nicht verletzen, werden sie diese Speere nicht werfen, sondern nur zum Stechen einsetzen. Ist doch okay, oder? Ja. Ihr wollt keine Beulen am Kopf, oder? Nein. So. Zu meiner Rechten, der Essedarius mit dem Skorpionschild, Priskus. Zu meiner Linken, mit dem Seepferdchenschild, Bato. Man nennt ihn auch das Wiesel. Gladiatoris, Reparate. Et Pugnate.
Vater, du weißt, was mit dir passiert, wenn du nochmal dein Gladius fallen lässt. Ne? Das ist kein Schmuck. Anstrengend. Und los geht's. Ich weiß, dass es heiß ist, aber trotzdem brauchen wir ab und zu einen Motivationsschub. So, genug gekuschelt. Möchtet ihr noch einen Durchgang durchfechten? Gut. So, jetzt möchte ich aber mal einen eindeutigen Sieg sehen hier. Gladiatoris Pugnate. Starte. Denkt dran, ihr seid mein Eigentum, ihr könnt euch nicht einfach so kaputt machen, ne? Das bezahlt ihr hier keiner dafür. Ich würde sagen, wir belassen es bei einem Unentschieden und entlassen euch aus dieser Arena, machen Platz für die nächste Paarung. Paarung. Zwei Veteranen. Oplomachus gegen Momillo. Zu meiner linken Seite den Oplomachus Perseus. Angelehnt an den griechischen Kämpfer mit dem Rundschild, mit dem Hoplon, zwei hohe Beinschienen, eine Stoßlanze, einen runden Schild und ein kleines, gemeines, verstecktes Schwert oder ein Gladius hinter dem Schild. Zu meiner Rechten, die Momillo Ubius. Ubius, ein typischer Großschildkämpfer, kurze Beinschiene, großes Schild. Gladius. Wollt ihr noch was sehen? Ja! Wer ist denn für Perseus? Ja! Wer ist für Ubius? Ja! Okay, die Sympathien sind eindeutig. Gladiatoris, Präparate et Pugnate! Gladiatoris Pugnate. Gladiatoris.
an den Momillo Rubius. Ja. Gladiatoris, mach Platz für die nächste Paarung. Jetzt kommt eine Paarung, die sehr viele kennen. Auch in Rom, in den Provinzen sehr beliebt. Retiarius gegen Secutor. Zu meiner Linken der Secutor Ajax. Secutor bedeutet auf Deutsch Verfolger. Das heißt, er soll den Retiarier verfolgen. Bemerkenswert oder beachtenswert der Helm mit einem schmalen Kamm. Netz und Reizer können sich oder sollen sich da drin nicht verheddern. Zu meiner Rechten der Retiarius Priapos. Sympathieabfrage machen. Nein. Wer ist denn für Priapos? Ja. Wer ist denn für Ajax? Ja. Gut. Gladiatoris, Präparate, et Pugnate. Ajax! Also das Weglaufen ist keine Feigheit, das ist nur Taktik. Gladiatoren schon sagen, wollt ihr noch mehr? Dann muss ich sagen, ihr seid ein super Publikum. Gladiatoris, Präparate, et Pugnate. Zwei lang gediente Veteranen aus dem In- und Ausland, zu Hause in vielen europäischen Arenen. Die beiden Momillo gegen Traka.
Sektor. In vielen Arenen wird er auch das Tier genannt. Aber Sie werden gleich sehen, warum. Zu meiner Rechten Hektors Hassgegner Argos. Argos reagiert sehr stark auf Anfeuerung. Das heißt, er macht seinen Kampfstil davon abhängig. Wo sind die Fans von Hektor? Wo sind die Fans von Argos? Gladiatoren, der Kessel kocht. Nur für euch. Gladiatoris. Reparate. Gladiatoris. Tugnate. Wir brauchen doch zwei Träger. Mal geht's daneben. Ja. Gladiatorenbrüder helft Argos aus der Arena. Sie sehen, die Gladiatoren schenken sich nichts. Dieser Gladiator wird die Arena auf zwei Füßen lebendig verlassen. Nehmt Ausstellung. Argos, nimm die Hand da weg.